Hallo meine Rätselfreunde, herzlich willkommen zurück zu den drei Fragezeichen und der Riesenkrake. Wir stehen tatsächlich davor, vor dem Steampunk-Kraken und ja, jetzt schauen wir mal hin, ne? Zeit drängt. Wir müssen hinein und Fiddler davon abhalten, eine Dummheit zu begehen. Aber der schläft doch. Und wenn ich ihn rufe? Bloß nichts weiter. Wenn wir ihn überrumpeln wollen, wäre es sträflich, seinen Blick auf uns zu lenken. Und wenn ich ihn rufe? Blo. So kommen wir nicht hinein. Sieh mal, Just. Hier gibt es Strom. Ah, vielleicht fürs Tablet. Das Tablet lädt noch. Sehen wir uns so lange die Wandtafel in der Wahrheit. Okay. Konzeptmeeting. Meeting, Werbeetat, Arbeiten an Kraken, Ausdruck, Einkauf, Ventile, Lampen etc. Konstruktionspläne durchgegangen. Eine Verabredung zu einem Essen mit Fiddler. Konzeptmeeting. Konstruktionspläne durchgegangen. Müssen wir so durchgehen. Ventile, Lampen etc. Meeting, Werbeetat. Memo zur Quecksilberproblematik. Boah. So schnell geht es, wenn du denkst. Müssen wir noch mehr herumdrehen und herumwuchsen, so schauen wir mal. Das ist die Gelegenheit. Hinein mit uns. Showtime, ihr Schnüffler. Als erstes mal her mit Noras Tablet. Ihr seht, ich weiß Bescheid. An eurer Stelle würde ich jetzt abhauen. Hier werden gleich alle Schotten dicht gemacht. Wenn ihr nicht eingesperrt werden wollt, solltet ihr machen, dass ihr rauskommt. Lockdown-Phase eingeleitet. Wieder. So ein Mist. Der Lockdown. Kerl geht uns durch die Lappen. Ein schlimmes Wort. Komm und schlägt Erinnerungen hoch. Eingesperrt. Dann nichts wie raus. Rasch zurück zum Atelier. Achso, wir sind ja okay. Zum Lift. Also hier. Und zum MG. So. Na super. Nichts funktioniert mehr. Wir stecken hier fest. War jetzt zu lang. Achso. Geschafft. Hier kann uns der Lockdown nichts mehr anhaben. Ja, Gott sei Dank. Wenn wir das früher nur gewusst hätten, oder? Und Rocky Vor 3 Jahren. Handyempfang. Ach, endlich erreiche ich euch. Habt ihr Fiddler aufhalten können? Leider nein. Wir sind nur knapp einer Falle entkommen. Fiddler ist auf dem Weg zum Strandfest. Was? Ach, verflixt. Ich konnte weder Benjamin noch Cotta davon überzeugen, das Strandfest abzublasen. Kommt einfach zurück. Vielleicht können wir die Katastrophe noch abwenden. Ja, wie übrig heute, ne? Wir müssen es richten, die drei Burschen aus Rocky Beach. Justus und Peter haben es eilig. Die beiden Detektive lösen schnell das Seil und schon fahren sie die kurvenreiche Straße vorsichtig wieder hinunter. Doch hinter einer Biegung wartet eine böse Überraschung auf sie. Ja, der kommt ja auch noch. Unser Lieblingsfreund. Die mutigen Aeronauten. Kaum haben die Jungs ein paar Kurven hinter sich gelassen, als Peter unvermittelt auf die Bremse tritt.
Mitten auf dem Weg liegt ein Fellbündel und rührt sich nicht. Kein Anblick, den Justus und Peter ertragen können. Ach, das arme Tier. Es ist doch nicht... Haben wir es auf dem Hinweg... Wie sollen wir das auf dem Hinweg jemanden bitte, das müsst ihr merken. Ein Hund! Ich kann keine Spuren eines Unfalls entdecken. Ja, vor allem, wie soll man da? Der Körper ist warm. Er atmet. Sonderbarer Ort für ein Schläfchen. Na, was hat denn der Kleine? Na bitte, er wacht auf. Auf mich wirkt der Bursche eher so, als habe er sich totgestellt. Kommt er dir nicht auch bekannt vor? Ihr schon? So ein Lieber. Was machst du denn hier? Wie der Herr, so das Geschirr. Der Punkt geht an mich, Polypenpusher. Oh nein, bitte nicht der. Skinny Norris. Wie ihr seht, gehorcht mir der Köter aufs Wort. Nehmt euch daran ein Beispiel. Ab in die Hütte, sonst könnt ihr euch vom Zündschlüssel verabschieden. Untersteh dich, Skinny. Besser wir tun, was er sagt, Peter. Wenn er uns bis hierher gefolgt ist und das Leben eines Hundes aufs Spiel setzt, ist es ihm ernst. Das ist ja ekelhafter Typ. Es wäre doch zu schade, wenn ihr zu Fuß nach Hause müsstet. Es wäre doch zu schade. Allein dafür müsstest du dann ins Maul haben. So ist's wahr. Okay. Was sollen wir hier? Ich glaube, da kommt der eins meiner Lieblingsminispiele. Ah, eure Handys. Was haben wir denn da? Eine SMS von Kelly. Sie wartet so sehnsüchtig. Das kannst du knicken, Peter Maus. Wenn du sie versetzt, wird sie dich abschießen. Garantiert. Lass dich nicht provozieren, Zweiter. Noch ist nicht aller Tage Abend. Frech. Draußen scheint die Sonne und wir verkümmern in diesem Loch. Und? Wie ist die Lage da draußen? Das ist doch albern. Lass uns raus, Skinny. Freiheitsberaubung. Nö. Aber wahrscheinlich wird er wieder bezahlt, dass uns aufhaltet. Das ist doch albern. Lass uns... Das bedeutet wohl das Aus für Fiddler. Sammeln wir alles ein. Alles, was wir kriegen können. Die Maus. Das erinnert mich minimal an die Orgel von Mr. Terrell damals. Terrell. Ja, stimmt. Das war ja der grüne Geist, glaube ich. Stumm wie Brot. Hindrückt, aber passt. Ist mal recht. Bewohner oder Mitgefangener? Das ist hier die Frage. Hey, 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 hey. Der Arm rührt sich nicht von der Stelle. Ja, der war fies. Ei, ei. Ja, da können wir wieder suchen. Das auch noch, ich weiß nicht einmal wofür.
Das ist immer so geil, wenn du nicht weißt, warum. Du keinen Hinweis bekommst, was wir jetzt eigentlich vorhaben. Aber wir werden schon rausfinden. Das ist Mausel. Lieber noch. Süßes kleines Mäuschen. Gönn dir doch ein Päuschen. Dieser Fiddler war entschieden unordentlicher als Bob. Einspruch. Bobs Aktenführung ist immer top. Interessant. Ah. In dem Heft stehen Notizen zu einem Filmprojekt, an dem Fiddler in dieser Hütte gearbeitet hat. Oh, gespenstisch. Als würde auf einmal Fiddlers Geist neben uns schweben. Vortrefflicher Vergleich, Peter. Auch wenn ich eher von Fiddlers früherem Ich anstatt von paranormalen Erscheinungen reden würde. Das Projekt Aeronauten. Warum ist es gescheitert? Die Lage meiner Hütte schien ideal, um einen dampfbetriebenen Flugapparat zu bauen. Er sollte wirklich funktionieren, nicht bloß am Computer. Dieser Dämlack von Produzenten nannte mich wegen der Tür einen Hobbit. Ich mag's halt manchmal rund. Na und? Ich wollte, dass die Durchgangstür aussieht wie mein alter Fotoapparat. Heute haben die Kinder keine Vorstellung davon, dass man Schnappschüsse erst entwickeln musste. Bei meinem Projekt war Geheimhaltung oberstes Gebot. Niemandem fiel auf, dass das nicht der einzige Raum war. Weder dem Postboten, noch dem Zeitungsjungen, noch dem Milchmann. Ach ja, Mr. Caruso. Sein Tonfall verriet die Pfiffigkeit eines Hausmeisters, der Leuten hilft, die sich ausgesperrt haben. Okay. Mein Mitbewohner war die meiste Zeit still. Doch wenn er sprach, war er nicht ein, sondern zehnsilbig. Für mich aufschlussreich genug. Während des Projekts habe ich immer nur Cornflakes gegessen. Fand ich schon als Kind spannend. In den Packungen waren immer Gimmicks drin. Stimmt. Als der Regisseur das erste Mal hier aufkreuzte, staunte er nicht schlecht über mein System. Mein Hexenkessel. Hexen. Er ist in einem stabilen Karton geliefert worden. Ich habe ihn der Ordnung halber deponiert und gekennzeichnet. Mein Hexenkessel. Fidelio trieb sich gern draußen herum. Ich hatte für ihn extra eine Katzenklappe eingebaut. So störten wir einander nicht. Fidelio liebte das Katz-und-Maus-Spiel. So hielt er mir die kleinen Biester vom Leib. Mein Aerophon. Unterhaltsam und praktisch. Die Klänge zur Titelmelodie von Aeronauten. Es hat nicht sollen sein. Ich kann das Aerophon nicht mehr sehen. Wenn ich die Hütte aufgebe, zerlege ich die Pfeifen in ihre Einzelteile, bevor sich noch Dummköpfe Zugang zur Klippe verschaffen. Okay. Sonst noch irgendetwas?
Tatsächlich. Eine runde Tür. Leider verschlossen. Ja, sehr schön. Das haben wir beisammen. Ganz wirr im Kopf. In die richtige Reihenfolge, aber wie ist die richtige Reihenfolge? Mein Aerophon. Ah, unterhaltsam. Von groß nach klein. Die Klänge zur Titelmelodie. Ja, das war wichtig, von groß nach klein. Das wusste ich jetzt eben nicht. Vom größten zum kleinsten. Mir ist ganz wirr im Kopf. Und dann du. Und ich schätze mal dann der da. Der. Ja, bitte. Was jetzt noch? Der Blasebalg wäre nicht. Tatsächlich. Eine Katzenklappe. Das ist doch albern. Lass uns raus, Ginny. Die Maus. Nö. Der Arm rührt sich nicht von der... Stumm wie Brot. Stumm wie Brot. Stumm wie Brot. Stumm wie Brot, was? Alte Cornflakes durchwühlen. Na toll. Na ja, in der Not. Findet das Huhn mehr als ein Korn? Oh, eine Lupe. Schau. Das war jetzt auch wieder Glück. Der Karton war besonders schwer. Außerdem Hexe? Kessel? Hallo? Da ist er. Okay.
Hier können wir das nutzen, oder? Kommt immer so ein Strahl rein. Beeilung, ehe es ausgeht. Ja. Und jetzt vielleicht? Wenn wir kein Wasser erhitzen. Wenn wir kein Wasser erhitzen, wäre das Energieverschwendung. Okay. Das braucht noch seine Zeit. Bemühe dich nicht, Just. Da kommt keiner von uns durch. Jetzt ist er vor der Tür. Und jetzt vielleicht endlich. Danke. Ach, Mist. Um sie einfach einen Karton und so nehmen. Beeilung, ehe es ausgeht. Zu spielen sind, lassen wir schön die Finger davon. Nachher kommt noch eine Felskugel auf uns zugerollt. Mein Aerophon. Unterhaltsam und praktisch. Die Klänge zur Titelmelodie von Aeronauten. Es hat nicht sollen sein. Ich kann das Aerophon nicht mehr sehen. Mr. Caruso has left the building. Das noch einmal machen. Das braucht noch seine Zeit. Mr. Caruso has left the building. Ja, wissen wir schon. Was muss ich machen, Freunde? Wo ist es schon wieder? Ach ja, Mr. Caruso. Sein Tonfall verriet die Pfiffigkeit eines Hausmeisters, der Leuten hilft, die sich ausgesperrt haben. Mein Mitbewohner war die meiste Zeit still. Doch wenn er sprach, war er nicht ein, sondern zehnsilbig. Für mich aufschlussreich. Mein Hexenkessel. Während des Projekts habe ich immer mein Aerophon. Und ich kann. Fidelio trieb sich gern draußen herum. Ich hatte für.
Ja, das höchste würde schlau rausfinden. Hey, 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 was muss man machen? Wenn ich bitten darf, Maestro? Ach so. Ah, jetzt dann geht da was, okay. Ah, ich glaube, ich verstehe schon. Da tut sich nichts weiter. Aber so leicht gebe ich nicht auf. Warte mal, wir müssen das Ding noch spüren von ihm. Oder? Mr. Caruso has left the building. So, Freunde, ich habe da herumexperimentiert. Normal müsste ich es jetzt haben, wenn man das gleich notiert. Damit ich euch das nicht so wieder passiert, damit das für euch nicht zu lange wird. Also, normalerweise so. Wenn ich bitten darf, Maestro? So. Ah, da war der Führer. Ach Gott, ja. Ich glaube nicht, dass das richtig war. Aber wie dann? Andersrum. So, noch einmal mit 3. Das hat gestimmt. 3, 2. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Sehr gut. Oh, ist mir doch richtig nützlich. Der Spielhäuser hat etwas bewirkt. Aber was? Ja, dass das da offen ist, das sieht man doch. Die weiteren Räumlichkeiten hat Skinny übersehen. So viel steht fest. Wir sehen uns weiter um. Wir müssen aber darauf achten, dass der Ofen in Gang bleibt. Sonst lässt uns das System im Stich. Verstehe. Im Kessel muss immer Wasser sein. Und reichlich Kohle im Ofen. Okidoki. Da bekommt man ja einen Knickhals. Das nenne ich mal einen Haufen Kohle. Wir haben genug, um den Ofen an. Okay, das kann man immer wieder so. Dass ich Kohle eingelagert hatte. Mir war nicht wohl bei dem Gedanken, dass plötzlich sämtliche Lichter ausgehen. Ich konnte digitale Uhren noch nie ausstehen. Unvorstellbar, dass heutzutage viele nicht wissen, was römische Ziffern sind. Viertel vor vier, Viertel nach acht, geht es von hier zur Himmelspracht. Halb geschafft die elfte Runde, endet gar die Geisterstunde, runter mit dir, wer doch gelacht. Viertel vor vier. Gut, ja, was haben wir da? Also ein Gedicht haben wir gehört, ne? Was können wir jetzt machen? Also hier wieder raus, denke ich mal, ne? Ich glaube, bei dieser Uhr geht es nicht um Zeit, sondern um Raum. Gehen wir nachlegen, oder? Zur Sicherheit einfach nur.
Sehr schön. Das sieht mir ganz nach einer Montagehalle aus. Mein Exemplar von Aeromobil. Warum bin ich nie über eine Bruchlandung hinausgekommen? Angesichts meiner Lage brauche ich keinen neuen Keilriemen mehr zu besorgen. Hier fehlt etwas. Ja, ein Keilriemen, das hat er gesagt. Hier geht es eine Ebene höher. Geht es ganz schön tief runter. Leonardo da Vinci baute schon in der Renaissance die abenteuerlichsten Fluggeräte. Die waren Vorbilder für meine Aeronauten. Das Wetter und die engen Verhältnisse dieser Ebene hätten die Montage meines Aeromobils nur behindert. Wegen meiner Arbeit vergaß ich immer wichtige Besorgungen. Und ohne Ersatzteile kommt schnell der Punkt, an dem nichts mehr läuft. So ist es leider. Wie oft bin ich von dieser Stelle gestartet? Ich könnte es an meinen Prellungen abzählen. Wie oft bin ich... Hier oben zieht es wie Hechtsuppe. Da lässt es sich schlecht arbeiten. Sieht okay aus. Der Lift kommt nicht. Okay. Immer komplett voll. Obwohl das war 20 Stück, okay. Ja, ich kann, weiß auch immer nicht, was wir jetzt machen sollen. Wir haben genug um den Ofen. Halt auch nix. Ich kann da nichts anklicken. Ja, große Fix, was ist das für ein Schwachsinn, Alter? Kann man irgendwas mal nehmen? Denke ich an den Tag zurück, als der Lift stecken blieb. Ich weiß nicht mehr, was ich vernachlässigt hatte. Wasser oder Kohle. Seitdem passte ich auf meinen Ofen besser auf. Ah, Alter.
Hier fehlt etwas. Ich kann nichts machen. Ich wollte ein echtes Steampunk-Konstrukt bauen. Keinen schnöden Fesselballon. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Meine Karriere ist beendet. Also werde ich meine Henkersmahlzeit zu mir nehmen und hier dann die Zelte abbrechen. Etwas. Er muss zurück. Das ist so nervig, Alter. Was ist das? Wir haben genug um den... Okay. Boah. Ich weiß halt auch nicht, wie es jetzt weitergehen soll. Fiddler hatte einen Bauplan. Jetzt nehmen wir uns das. Na, du liegst richtig, Just. Blöd nur, dass er sich ständig zusammenrollt. Dafür gibt's natürlich eine Lösung. Wenn wir den Quatsch mit dem Steampunk vergessen, erscheint mir der Luftweg gar nicht abwegig. Du willst allen Ernstes in einem Ballon abhauen, den wir noch dazu selber bauen? Ich habe damals auf unserer Fahrt mit Mr. Lloyd genau aufgepasst, wie er seinen Ballon führt. Das kriegen wir auch hin. Ich erinnere mich an den Fall. Das war kurz bevor dieser Hai-Zombie zugeschlagen hat. Garantierst du mir, dass wir nicht am Nordpol landen und keine Bruchlandung hinlegen? Nein, aber dein Sportsgeist plus mein Orientierungssinn, geteilt durch Skinnys langes Gesicht, wird das Risiko wert sein. Sehen wir uns den Plan also genauer an. Die Ballonhülle. Der Brenner. Der Fahrkorb. Mhm. Schleppseil. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Lastseile. Na, die gebe ich also die Säcke. Die sind mir unterwegs schon aufgefallen. Sonst noch irgendwas denn noch? Der Korbring. Hm.
noch etwas oder was das kann ich. Muss ich selber raus da. Der zusätzliche Ballast ist mir zum Verhängnis geworden. Okay. Sammeln wir mal ein. Sehr gut. Der Brenner. Die Parachute-Vorrichtung, damit der Ballon gezielt sinken kann. Der Fahrkorb. Keilriemen brauchen wir ja noch. Sammeln wir mal, so viel wir das finden. Gut. Dann gehen wir es wieder an. Perfekt, Freunde. Und dann würde ich sagen, hier machen wir aber auch ein Folgenende. Und dann machen wir in der nächsten weiter. Ne? Wieder lustig und heiter. Schaut wieder rein. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. In Rocky Beach by Taco Mountain. Geheimnisse warten, sind stets in Wach. Drei Freunde stark, mit Mut im Sinn. Die drei Fragezeichen, ein unzertrennlich Gewinn. Justus, Peter und Bob auf Abenteuer ohne Stopp. Die drei Fragezeichen voller Tatendrang, entschlüssel Rätsel ihr Leben lang. Im Schatten lauert das Unbekannte, doch vor keinem Rätsel wird gewandt. Mit Witz und Grips und einem Plan besiegen sie das Böse, retten jedermann. Justus, Peter und Bob auf Abenteuer ohne Stopp. Die drei Fragezeichen voller Tatendrang, entschlüsseln Rätsel ihr Leben lang. Gefahren lauern, doch keine Furcht, denn Zusammenhalt siegt an jedem Ort. Mit jedem Hinweis, den sie finden, wird die Wahrheit klarer, lässt Schatten schwinden. Justus, Peter und Bob auf Abenteuer ohne Stopp. Die drei Fragezeichen voller Tatendrang, entschlüsseln Rätsel ihr Leben lang. Die Legende der drei lebt ewig fort, durch Taten und Worte.